Morgen, ich grüße euch. Tolle Energie, tolle Menschen, toller Tag. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich bin sehr froh, dass ich immer noch hier bin. Ich habe ein großes gesundheitliches Projekt am Laufen, schon seit über einem Jahr. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass ich das auch ziemlich erfolgreich hinkriege. Vor allem, wenn ich denke, wir sind eigentlich schon in der neuen Zeit angekommen. Wenn ihr genau gegenüber, wenn du zur Straße rausgehst, da ist kein Krankenhaus, sondern da ist ein Gesundheitszentrum, ein Hort der Genesung. Genauso müssten wir das eigentlich bezeichnen, wenn Menschen solche Themen für sich entdecken oder zu bewältigen haben. Und ja, das war mein Weg das letzte Jahr. Damit möchte ich euch jetzt aber gar nicht belästigen, sondern ich sage herzlich willkommen, dass so viele Menschen heute gekommen sind. Freut uns sehr. Wir haben uns monatelang darauf gefreut und viel vorbereitet auf diese wunderschöne Veranstaltung. Das ist der Beginn einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Ihr habt das mitgekriegt, wir gehen nach Bonn, wir gehen nach Zürich, wir gehen nach Wien. Und ihr habt quasi die große Ehre, das Testpublikum zu sein für diesen neuen Vortrag. Ich bin also selber schon ganz gespannt, was ich euch erzählen werde. Ich war bis heute Nacht um zwei noch da gesessen und habe Bilder und Texte hin und her geschoben. Also vielleicht kommt ihr dann nochmal in Wien, da ist es dann ganz rund und ganz komplett. Also ich freue mich auch schon riesig und wer mich kennt, und das sind offensichtlich mittlerweile schon recht viele, so wie ich hier immer begrüßt werde und angesprochen werde. Ich bin seit Jahren immer wieder auf der Suche nach Antworten. Ich versuche, hinter gewisse Dinge zu blicken, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Und darum soll es heute gehen. Ich habe es einfach genannt, die Vortragsreihe, oder es wird eine ganze Reihe von Vorträgen sein. Ein Blick hinter die Matrix. Was ist die Matrix und welche Matrix, wovon spreche ich hier eigentlich? Und wir werden in diesem Thema bestimmt ein paar tolle Antworten finden. Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt weder große Entdeckungen noch wahren Fortschritt, solange noch ein unglückliches Kind auf der Welt ist. Und ich möchte dieses Zitat einfach ein bisschen erweitern, indem ich einfach sage, solange noch ein hungriges Kind auf der Welt ist. Aber so ist es eben auf unserer Welt, ne? So kriegen wir das mit. Und das denken auch die meisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass es so einfach sein muss. Es ist halt wie im Tierreich, ne? Der Stärkere überlebt, Darwinismus, die Natur hat es uns ja vorgemacht, der Schwächere verliert. Und wenn Sie jetzt in einem Ferrari in Monte Carlo über die Straßen brettern, dann haben Sie eben Glück gehabt. Und wenn Sie im Senegal leben und jedes Reiskorn einzeln aus dem Dreck aufheben müssen, dann haben Sie eben Pech gehabt. Und weil in diesem Weltbild auch jegliche Art von Schöpfer oder höherer Instanz fehlt, kann man so richtig schön die Sau rauslassen. Ich habe gelesen, dass die Töchter von Bernie Ecclestone, dem Formel-1-Chef, es geschafft haben, in 3 Jahren ihr Erbe von 4 Milliarden Jahren rauszublasen. Also das ist schon eine Leistung, da muss man am Tag 3,6 Millionen ausgeben und das über 3 Jahre lang. Also das schafft auch nicht jeder. Ich weiß zwar nicht, was die damit gemacht haben, aber jetzt haben die sogar noch mehr Geld gefordert vom Papi, weil es nicht gereicht hat. Also das ist schon erstaunlich, wie manche Menschen hier auf der Welt ihr Leben verbringen. Und da wundert es natürlich auch nicht, wenn unser herrschendes Paradigma eben davon ausgeht, dass der Mensch nichts anderes ist als ein unbeabsichtigtes, kosmologisch unbedeutendes und vorübergehendes Randphänomen eines sinnleeren Universums. Also das ist ein recht aktuelles Dogma aus dem Manifest des evolutionären Humanismus von 2006. Und ich persönlich halte diese Einstellung für grundfalsch. Und schon als Kind habe ich es gespürt, eigentlich mein ganzes Leben habe ich es gespürt, dass das eben so nicht sein kann, und ich war nie ganz in der Lage zu verstehen, was da falsch ist. Und ich habe über 30 Jahre gebraucht, um die wichtigsten Puzzlestücke zusammenzutragen und 2 der wichtigsten Fragen zu beantworten. Zum einen, warum bin ich hier? Und zum zweiten, warum bin ich? Und das sind auch Fragen, über die wir uns unterhalten müssen und über die wir uns ein bisschen unterhalten werden heute. Und der große Rahmen dieses Vortrags ist aber ein anderes Thema, dem ich mich schon länger widme, nämlich wir wollen uns den Rätseln der Archäologie widmen und speziell uns auf die Spuren der Götter machen. Bei dieser Reise, bei dieser Bilderreise kann ich euch einladen, indem wir nach Japan fahren, wir gehen ins Südchinesische Meer oder wir besuchen auch in Polynesien eine Insel, wir gehen auf die Osterinsel.
Dann werden wir uns auf den Weg nach Libanon begeben, ins Baalbek, nördlich von Beirut ungefähr. Da werden wir uns hinbegeben und dann werde ich euch eine Tempelanlage präsentieren, wovon die wenigsten Menschen wahrscheinlich bisher erfahren oder gehört haben. Nämlich wir gehen nach Südostanatolien, wir gehen nach Göbekli Tepe. Das ist das Kernthema dieses Vortrags heute. Das ist das Fantastischste, was ich seit langem gelesen habe. Eins der wichtigsten Puzzlestücke, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Und vor allem gibt es auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Tempelrelikte von alten Kulturen. Und manche von denen sind mit Steinen gebaut, die so riesig sind, dass man ihnen sogar einen eigenen Namen gegeben hat. Man nennt sie Megalithbauten. Von Lithos, griechisch der Stein, Megalithos, große Steine. Und wir finden auf der ganzen Welt solche Anlagen und die häufigsten Anlagen, bei der diese die großen Steine vorkommen, diese Megalithen, das sind die sogenannten Dolmen. Das sind also meistens Gräber gewesen mit großen Steinen und wir finden sie eben in vielen Ländern, so wie hier zum Beispiel in der Gemeinde Essay in der Bretagne. Das ist der sogenannte Feenfels, La Roche aux Fées, und das ist ungefähr fast 20 Meter lang. Und besteht aus 26 aufrecht stehenden Steinen, das sind die sogenannten Orthostaten, und auf denen liegen wiederum 8 Decksteine, von denen die zwischen 20 und 45 Tonnen schwer sind. Das ist eine ziemlich große Leistung, muss ein ziemlich wichtiger Mensch gewesen sein, der da gelebt hat. Und bei Bagneux in der Grafschaft Anjou finden wir einen der größten von insgesamt 4.500 Dolmen in Frankreich. Diese Anlage aus diesen Megalithblöcken ist insgesamt 24 Meter lang. Der Innenraum, der ist insgesamt 18 Meter lang, 2,5 Meter hoch und 5 Meter breit. Und die größte der drei Deckplatten, die ist über 7 Meter lang und wiegt 90 Tonnen. Die Anlage insgesamt, die ganzen 16 Steine insgesamt, die haben ein Gesamtgewicht von 600 Tonnen. Und diese Dolmen, diese Anlagen, die sind so stabil gebaut, die Anlage steht hier irgendwo in Frankreich auch, und die ist seit Jahrtausenden immer noch genauso, sieht sehr fragil aus, aber steht da felsenfest. Und das Land mit den allermeisten Dolmen auf der Welt, das heißt erstaunlicherweise Südkorea, mit 30.000 davon, immerhin die Hälfte aller Anlagen, die es weltweit gibt. Die UNESCO, die hat im Jahr 2000 die wichtigsten davon zum Weltkulturerbe erklärt, nämlich die Anlagen von Gochang und Gangwa. Der größte Stein in Gangwa, der ist 5 x 4,5 x 4 Meter lang und wiegt stolze 250 Tonnen. Und der größte Stein in Gochang ist der größte des ganzen Landes mit insgesamt 2,6 x 7 x 5,5 Meter und 260 Tonnen Gewicht. Und davon gibt es 30.000 allein in Südkorea. Und den größten, den habe ich gestern Nacht noch entdeckt. Ich liebe Wikipedia, man findet da auch alles. Das ist Le Grand Menhir Brisé, der liegt in der Bretagne in der Nähe der Stadt Carnac. Und der war einmal aufgerichtet, der hat also insgesamt eine Größe von 20 Metern, wurde im Boden verankert und dann waren es noch so 18,5 Meter, die er über die Erde geschaut hat. Irgendwann ist der umgestoßen worden oder umgefallen und dabei in 4 Teile zerbrochen. Und insgesamt hat dieser Menhir, so wie man die Steine auch bezeichnet, 280 Tonnen gewogen. Eine unglaubliche Zahl. Und wozu dieser Riesenaufwand? Und vor allem, wie wurden diese Steine transportiert und wie hat man sie aufgestellt? Und diese Fragen natürlich, das Warum und Wie, müssen wir uns bei vielen der alten Tempel anschauen. Wie zum Beispiel in Peru, in Cusco, in Sacsayhuaman, in Chichen Itza, in diesen ganzen alten Städten, die wir haben, gibt es überall Steine, die ausschauen, als wenn jemand mit einem riesengroßen Werkzeug gekommen wäre und die bearbeitet hätte. Es gibt in Sacsayhuaman eine Stätte, die sieht aus, wie wenn eine Stadt vom Himmel herabgefallen wäre, weil das alles auf dem Kopf liegt. Stufen, die genau andersrum ausschauen, Granitfelsen, die exakt gerade geschnitten worden sind. Und hier in Sacsayhuaman, da finden wir solche Formationen, das ist aus Andesit. Andesit, das ist ein Granit, der aus den Anden kommt. Ich denke, daher kommt der Name auch. Das ist also wirklich härtestes Gestein. Dazu braucht man Diamantbohrer und extrem gehärtete Maschinen, um damit arbeiten zu können. Und wir sehen hier Bohrungen, wir sehen hier gefräste Kanten, also Präzisionsarbeiten, baukastenmäßig. Die passen richtig ineinander zusammen.
Und das haben die eben alles nur mit Hammer und Meißel geschafft. Offiziell. Ja. Aber wir sehen genau diese kleinen Kernbohrungen. Wir können es genau erkennen, wie das, nicht wie, aber dass es bearbeitet worden ist. Und wie haben die das geschafft? In Malinalco in Mexiko, da steht diese Anlage, sieht es eben wirklich wie aus, wie wenn jemand mit einem überdimensionalen Käsemesser das aufgeschnitten hätte. Und für die moderne Archäologie gibt es hier aber überhaupt kein Problem. Das ist alles erklärt. Die Konstrukteure, die hatten einfach lange genug Zeit. Wenn man genügend Arbeiter hat, genügend Zeit hat, dann ist das alles zu machen. Rätsel, die gibt es aber nicht. Ich bin da nicht ganz der Meinung. Vor allem, wenn wir dann mal kurz ins Chinesische Meer abtauchen, nämlich in die rätselhafte Anlage von Yonaguni. Und das liegt südwestlich von Japan im südchinesischen Meer, ungefähr 100 Kilometer von der Küste von Taiwan entfernt. Da sind im Jahr 1985 japanische Taucher unterwegs gewesen, um neue Tauchgebiete zu suchen. Und dabei sind die auf ganz rätselhafte Steinterrassen gestoßen. Und es gibt seitdem natürlich allerhand Spekulationen, was oder wie diese Terrassen überhaupt zustande gekommen sind. Und die offizielle Lehrmeinung, die hat es eben als geologische Formation deklariert. Und da die Kanten und Brüche alle entlang von natürlichen Schwachpunkten im Gestein verlaufen, könnte man auch meinen, bei diesen Bildern, okay, dieser Argumentation könnte man vielleicht auch folgen. Aber hier wird es dann eben schon schwieriger. Die Felsformationen, die liegen insgesamt in einer Tiefe zwischen 5 und 30 Metern, also da kommt auch jeder Sporttaucher hin, das ist überhaupt kein Problem. Und die Ausdehnungen von dieser gesamten Anlage sind 200 Meter in der Länge und 150 Meter in der Breite. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt da vorkommt, aber ich tue mir da wirklich schwer, da überall natürliche Bruchlinien und Formationen zu sehen. Vor allem, weil sich die über das gesamte Plateau erstrecken und auch keine anderen Steine da sind, die dann eben abgebrochen sind und der Rest dieser Bruchkanten. Es gibt dazu zwei Interpretationen. Zum einen ist es eine rein natürliche Angelegenheit, der Zufall eben als Konstrukteur. Und zum anderen ist es eine natürliche Erhebung, die aber dann noch vom Menschen weiter bearbeitet worden ist, als das Land eben noch nicht überflutet war. Und dabei passt aber die zeitliche Reihenfolge nicht so ganz ins Weltbild, da eben zum Ende der letzten Eiszeit, so wird die Anlage geschätzt, vor 10.000 bis 12.000 Jahren noch keine Menschen solche Arbeiten machen konnten. Also ergo muss die Version 1 stimmen, es ist definitiv eine natürliche Formation. Ich weiß es nicht. Die Frage, die sich dann aufdrängt, ist, gab es eine Kultur vor unserer Zeit und gab es vielleicht doch die Sintflut? Ich würde auch gerne mal dort tauchen, um das mir anzuschauen, um selbst das zu erleben. Eines Tages werde ich das auch machen. Das ist also auf meiner To-Do-Liste ganz, ganz weit oben, direkt nach Gizeh und Machu Picchu. Aber wir machen einen kleinen Sprung und sind zwar in ein Gebiet, das ist politisch nicht unbedingt sehr, sehr stabil. Wir fahren in den heutigen Libanon und zwar gehen wir 90 Kilometer von Beirut. Da gibt es die sagenumwobene Tempelanlage von Baalbek. In Baalbek war damals der größte Tempel, den die Römer jemals gebaut hatten. Von 100 vor Christus bis 300 nach Christus haben die Römer da mit einem ganzen Heer von Bauleuten, Steinmetzen, Arbeitern, 400 Jahre lang haben die da eine gigantische Tempelanlage aufgestellt. Das ist also der größte Tempel, den die Römer jemals gebaut haben, sogar größer wie in Rom. Und das Erstaunliche ist, der Tempel wurde gebaut auf den Ruinen von einem alten griechischen Tempel und dieser griechische Tempel stand auf den Ruinen von einem noch älteren Tempel. Und alleine die Dimensionen von diesem Tempel, die sind schon wirklich spektakulär und man könnte tagelang alleine über diese Anlage reden. Ich möchte aber auf einen speziellen Aspekt von dieser Anlage eingehen, der auch im Rahmen mit dieser ganzen Megalithkultur zu tun hat, nämlich um das Fundament von dieser Anlage. Auf diesem Bild kann man es nicht genau sehen, aber wenn wir uns der Nordwestecke von diesem Tempel nähern, dann können wir sehen, dass da sehr, sehr große Steine verarbeitet worden sind. Vor allem sieht man hier die alten Steine, die da liegen. Die haben ganz andere Erosionsspuren wie die früheren Steine von den Griechen oder von den Römern. Also sprich, wir können hier schon mal sehen, dass alleine vom Alter her, von der Datierung, da irgendetwas nicht stimmt, weil Römer 2, Griechen 3000 Jahre vor Christus vielleicht auch. Und hier finden wir Erosionsspuren, die auf ein ganz anderes Alter hindeuten. Das ist das eine, was nicht so ganz ins Weltbild passt.
warum die Anlage auch so gut wie niemand kennt. Das zweite ist die faktische Größe von diesen Tempelanlagen. Weil erst wenn man im Vergleich dazu einen Menschen anschaut, hier im Roten Kreis, dann sieht man, welche Steine da überhaupt verbaut worden sind. Und ich habe das Bild schon oft gezeigt und manch einer hat gesagt, ja, du zeigst da immer das gleiche Bild. Sag ich, ja, aber das hat einen gewissen Sinn. Das ist das Peak Ass in dieser ganzen Argumentationskette. Wir sehen hier Quader, Steine, verbaut in einer Berganlage, das liegt in den Zederngebirgen des Libanon, und zwar im zweiten bis dritten Stock, also 10, 15 Meter hoch. Und diese Anlage hier, die wird auch das sogenannte Triliton bezeichnet, also diese drei Steine, wiegt jeder 800 Tonnen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Bautechnik zu tun hatten oder gesehen haben, irgendwelche Schwerlasttransporte auf der Straße oder in Dokumentationen. Was wir transportieren können, das ist nach ein paar hundert Tonnen, ist schon Maximum. Da ist vorne eine riesen Zugmaschine und nochmal ein LKW, 25 Achsen, Schwerlasttransport, spezial unterstützte Straßen und so weiter und so fort. Und wir sprechen hier von einer Anlage, Tausende, wenn nicht sogar 10.000 Jahre alt, irgendwo im Gebirge und dann auch noch oben im dritten Stock verarbeitet. Und dann das Spektakulärste von dieser Anlage, deswegen ist sie auch so sehr berühmt, ist ein Stein, der heißt auf Arabisch Hajar al-Guble, das ist der Stein des Südens. Das wird dann interessant, wenn man eine Besuchergruppe im Vergleich dazu sieht, wie die ausschauen, wie die Dimensionen von diesem Stein eigentlich sind. Also 20 mal 4 mal fast 5 Meter mit geschätzten 1200 bis 2000 Tonnen, je nachdem, welche Dichtemessung man mit dem Gestein eben anstellt. Ja, und das habe ich irgendwann mal als kleiner Steppke noch gesehen und dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Also alle Erwachsenen haben gesagt, ja, das passt schon, das konnten die halt damals und Zeit und viel Aufwand, passt schon. Ja, so. Aber ich wusste, irgendwas ist da falsch. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wir können das Teil auch anheben, aber nicht transportieren und wir brauchen dazu einen großen technischen Aufwand. Da es diese Objekte aber gibt, muss sie auch irgendjemand bewegt haben. Ergo, die Lehrmeinung über unsere Geschichte, über unsere Entstehung ist einfach falsch. Oder wie Voltaire es einmal gesagt hat, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich eben geeinigt hat. Ja. Und diese megalithischen Bauten, die finden wir weltweit. Und das sind vielen Interpretationen nach die Spuren einer alten, höher entwickelten, lange vergangenen Zivilisation. Und diese Zivilisation hat die Spuren hinterlassen bis in die letzten Winkel hinein auf dieser Welt. Sogar bis nach Polynesien, inmitten vom Pazifik, wo die berühmte Osterinsel zu finden ist. Die heißt Osterinsel, weil sie eben damals an einem Ostersonntag entdeckt worden ist, irgendwann im 18. oder 17. bis 18. Jahrhundert. Die Insel hat ungefähr 160 Quadratkilometer, gehört politisch zwar zu Chile, geografisch aber zu Polynesien und bekannt ist sie natürlich wegen ihren spektakulären Steinskulpturen, den sogenannten Moai. Die Geschichte von dieser Insel und von den Bewohnern, die bleibt bis heute rätselhaft, weil keine schriftlichen Aufzeichnungen gefunden wurden. Offiziell hat die Urbevölkerung etwa vor 900 Jahren angefangen, großtechnische Bauwerke zu errichten. Sie haben Plattformen angelegt, Zisternen, Beobachtungstürme und eben auch diese Moai. Und zu einem Niedergang in dieser Kultur kam es in der Zeit von 1300 bis 1700 durch Raubbau an der Natur, aber es gibt eben mehrere Theorien, wie und warum die Bewohner dann verschwanden. Aber völlig unklar ist, und wie und warum die Statuen transportiert und eben auch errichtet wurden. Versuche es nachzuahmen, die sind genauso kläglich gescheitert, wie man versucht hat, einen kleinen Teil von der Pyramide nachzuahmen. Das hat einfach nicht funktioniert oder für die breite Masse hat es funktioniert. Die haben das dann geschluckt. Es gibt Statuen, die haben einen zusätzlichen großen Stein auf dem Kopf, aber bei vielen fehlt er eben bereits. Auch sind etliche Staaten umgestürzt, entweder absichtlich oder durch natürliche Ursachen, wie zum Beispiel Erdbeben oder Tsunamis, oder wie gesagt, weil gewisse andere Gruppen die dann auch schon umgestoßen haben. Viele von diesen Statuen, die wurden halb vergraben oder liegen noch unvollendet in den Steinbrüchen. Die Gründe dafür sind ebenfalls nicht bekannt. Und warum eben alle mit dem gleichen monotonen Gesichtsausdruck in die gleiche Richtung schauen, ist ein weiteres der vielen, vielen ungelösten Rätsel der Osterinsel. Eine der Theorien sagt, auf der Osterinsel, da sehen wir eben
die Spuren der Götter. In den Legenden sind es die Bildnisse der Götter, zu denen die Menschen in der Zeit damals gebetet haben. Und die Spuren von offensichtlich technisch weit fortgeschrittenen Zivilisationen, die Objekte und Anlagen bauen konnten, wozu wir selber heute erst seit wenigen Jahrzehnten oder gar nicht in der Lage sind, das waren die Spuren der Götter. Weltweit. Wir nennen sie auch Megalithanlagen, wie ich es gerade gesagt habe, wegen den großen Steine. Man könnte jetzt meinen, die stehen alle am gleichen Ort, diese Bilder. Diese beiden Bilder sind in der Türkei aufgenommen worden und das da ist in Südamerika. Ich glaube, es ist Cusco. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich weiß, dass der größte Stein hier in dieser Anlage, in dieser Zyklopenanlage, 350 Tonnen schwer ist. Also die Baumeister, die überall auf der Welt die gleiche Technik, die gleiche Form der Bearbeitung verwendet haben, vor allem wenn man anschaut, wie dieser Stein hier zusammengefügt ist, passt keine Rasierklinge dazwischen. Fugen genau, seit Jahrtausenden nicht bewegt, ohne Mörtel, ohne irgendetwas. Sind diese rätselhaften Tempelanlagen also die Spuren von lange vergangenen menschlichen Hochkulturen oder gibt es noch eine andere Erklärung? Ja, und die gibt es auch, seit ein paar Jahrzehnten schon. Und die nennt man auch Präastronautik. Die Präastronautik ist die These, dass in prähistorischer Zeit Astronauten, das heißt also Wesen von anderen Sternensystemen auf die Erde kamen und die Entwicklung des damals angeblich primitiven Urmenschen beeinflussten, sowohl politisch und religiös, aber eben auch biologisch. Politisch, indem sie als Götter auftraten und als solche eben missverstanden wurden, und biologisch, indem sie in die Genetik des Menschen von damals mit ihrer Technologie eben eingegriffen haben. Also die Präastronautik geht zum einen von der Evolutionstheorie aus und bietet hier ein recht plausibles Erklärungsmodell für das sogenannte Missing Link, also das fehlende Bindestück zwischen dem Hominiden und dem Homo sapiens sapiens. Und dieses Link sind eben genmanipulierende Außerirdische. Und einer der berühmtesten Apologeten und Wegbereiter dieser These ist natürlich sicherlich der unermüdlich wandernde Erich von Däniken, der seit mehr als 40 Jahren durch die Welt reist auf den Spuren dieser Götter. Als der 1968 sein erstes Buch rausgebracht hat, Erinnerungen an die Zukunft, hat die Bücherwelt eines der erstaunlichsten Phänomene des 20. Jahrhunderts erlebt. Dieser junge Hobby-Schriftsteller aus der Schweiz landete einen internationalen Bestseller und wurde quasi über Nacht zu einer prominenten Persönlichkeit, die dann natürlich ins Rampenlicht, aber auch ins Kreuzfeuer geriet. Die Bücher von ihm wurden insgesamt in 28 Sprachen übersetzt und sage und schreibe 60 Millionen Mal verkauft. Wer ihn erlebt hat, letzten September in Heidenheim beim Ereigniskongress, das war natürlich auch fantastisch. Er ist einfach ein Unikum. Es gab andere vor ihm, die ähnliche Thesen schon postuliert haben, aber sein Unikum, seine Persönlichkeit war natürlich das Entscheidende in der Diskussion um die außerirdischen Außenastronauten und das hat natürlich die ganze Diskussion weltweit angeheizt. Rastlos ist er dann jahrzehntelang um die Erde gereist und hat ein Inventar von allen historischen Rätseln angelegt und damit eben seine Theorien weiter untermauert. Ein weiterer berühmter Schriftsteller ist der 2010 verstorbene Zecharia Sitchin, der 1976 mit seinem Buch Der zwölfte Planet die Idee dieser Präastronautik noch weiter vorangebracht hat. Während Däniken eben seine Thesen noch meist fragend und spekulativ geäußert hat, hat Sitchin dieses Szenario zur historischen Tatsache erhoben, indem er behauptete, dass dies die verborgene und die ursprüngliche Aussage der biblischen und vor allem der sumerischen Schriften sei. Und der Erfolg gab ihm offensichtlich auch recht, denn seine Bücher wurden auch in 25 Sprachen übersetzt und insgesamt 10 Millionen Mal verkauft. Und die Anhänger der These der frühzeitlichen Raumfahrer, die findet seitdem immer mehr Anhänger, denn wie können wir die rätselhaften Megalithbauten weltweit anders erklären überhaupt? Und nicht nur in Form von Tempeln oder Relikten sehen wir die Spuren dieser überlegenen Kultur, sondern auch in unzähligen Abbildungen, Gemälden und Statuen. Durch die gesamte Geschichte der Menschheit finden wir diese seltsamen Bilder,
In allen Zeitaltern, jahrhundertealte Kirchenbilder zeigen fliegende Figuren im Himmel. Und schon immer wurden diese fliegenden Objekte gesehen, im Himmel wahrgenommen und jeweils unterschiedlich gewertet. Was sollten die Menschen auch mit so etwas anfangen? Da gab es noch kein Space Shuttle, keine Raumstation, auch keine Boeing 747. Also nannten sie es auch Kometen. Was sollte es denn anders auch gewesen sein? Es gibt Bilder mit Lichtscheiben, die rätselhafte Strahlen aussenden. Wesen, die aussehen, als hätten sie irgendwelche seltsamen Helme auf. Oder wie diese Maske aus Polynesien zum Beispiel. Oder aus der Dogo-Kultur, nicht Dogon, sondern Dogo-Kultur aus Japan, auch 600 vor Christus. Alle rätselhaft seltsame Statuen. Mir fällt der Name des Stamms nicht mehr ein, das ist in Südamerika ein ganz ritueller Anzug, den der Medizinmann oder der Chef des Volkes dort immer wieder anzieht zu speziellen Anlässen, erinnert auch irgendwie an so einen Raumanzug. Und mein Lieblingsvolk aus Afrika, das sind jetzt eben die berühmten Dogon, die mit diesen spektakulären Masken dann ihre zeremoniellen Tänze abhalten und ganz toll diese Hüte da oben drauf. Und da gibt es einen Hut, der hat mir ganz besonders imponiert, das ist der da hier, das ist wirklich fantastisch. Und manch einer hat dann eben eine Anlehnung gesehen an eine andere Darstellung, an die Saturn V-Rakete. Also man könnte vielleicht meinen, dass die da irgendetwas gesehen haben, was sie nicht so richtig verstanden haben. Und eben um zu verstehen, wie die ganzen Erscheinungen auf die Menschen damals gewirkt haben, müssen wir uns einem Phänomen widmen, das entdeckt wurde, als die amerikanischen Bomber im Zweiten Weltkrieg auf den Inseln im Pazifik zwischengelandet sind, weil ihre Reichweite eben von Amerika bis rüber nach Asien nicht so weit gereicht hat. Und damit die eben die Kriegsschauplätze gegen Japan erreichen konnten, mussten sie Landebahnen anlegen auf ganz abgelegenen Inseln, Papua-Neuguinea und so weiter. Und dabei wurden sie natürlich von den dort ansässigen Einwohnern, Ureinwohnern beobachtet. Stellt euch das einfach vor, diese silbernen B-29-Bomber, die da vom Himmel herabgeschwebt sind, dann sind die tollen Piloten in ihren Fliegerkombis mit den coolen Sonnenbrillen ausgestiegen und haben Candy und Chewing Gum verteilt. Was haben die Leute damals für einen Eindruck gehabt? Also irgendwann haben sie kurz danach angefangen, das Verhalten irgendwie zu imitieren, indem sie nämlich primitive Landebahnen angelegt haben und Flugzeuge aus Stroh gebaut haben. Und dieses Phänomen ist bekannt geworden, auch gerade im Rahmen der Präastronautik, unter dem Begriff Cargo-Kult. Also wenn Menschen einer unterentwickelten Zivilisation mit der Technologie einer höher entwickelten Kultur konfrontiert werden, die sie eben nicht verstehen, passiert genau das. Genau dieser Effekt passiert dann, nämlich die mythologische Verklärung von dem soeben Erlebten. Die Götter sind vom Himmel herabgestiegen und haben sich gezeigt. Und hier sehen wir dann die entsprechenden Darstellungen solcher Begegnungen, die vor langer, langer Zeit stattgefunden haben. Weltweit Höhlenmalereien mit den gleichen Motiven von fremden Wesen, die vom Himmel herabgeschwebt sind. Und diesen mythologischen Götterhimmel mit fliegenden Wesen, den gab es in allen Kulturen weltweit. Bei den Sumerern, bei den Ägyptern, bei den Griechen, Römern, Maya, bei den Wikingern, Yggdrasil, der Weltenbaum, Bifröst, die Regenbogenbrücke und so weiter und so fort. Wir finden sie in den indischen Veden, in den alten chinesischen Schriften, überall dieser gleiche Cargo-Kult. Und nach dieser Logik waren die Götter eben Raumfahrer aus fremden Welten, die vor langer, langer Zeit hier auf der Erde gelandet sind. Deswegen finden wir überall diese Statuen, die ausschauen, wie wenn der gerade aus der Gemini oder aus der Apollo-Kapsel ausgestiegen wäre. Und der indische Gott Ganesha hat dieser Argumentation nach eben keinen Rüssel im Gesicht gehabt, sondern vielleicht nur einen Helm mit einer Sauerstoffversorgung, so wie es die modernen Militärjets heute eben auch haben. Und das Entscheidende dabei ist, bei diesen wenigen Bildern, die ich euch da gezeigt habe, dass wir reden hier nicht von einem vereinzelt vorkommenden Ereignis, sondern von massenhaften Erscheinungen. Seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Doch seltsamerweise ist die Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit so manipuliert, dass das genauso absurd klingt, wie wenn man im Mittelalter gesagt hat, ja, die Erde ist eine Scheibe. Und also müssen wir diese berühmte Frage, die eben schon so oft gestellt worden ist, is anybody out there, müssen wir die vielleicht
umschreiben. Is anybody here already? Ist vielleicht jemand schon hier? Ein wesentlicher Kritikpunkt bei der Präastronautik ist immer eben das Argument, wenn dann in früheren Zeiten solche nichtmenschlichen Wesen auf der Erde waren, dann müssen wir da auch die Spuren von denen finden. Ergo, da wir keine Spuren von denen finden, waren sie auch nicht da. Tatsächlich, ist das so. Naja, dann sollten die mal sich mit diesem kleinen Wesen hier beschäftigen. Das ist das sogenannte Atacama-Alien, das in den letzten Jahren recht berühmt geworden ist, als eine Forschergruppe um den amerikanischen Arzt Dr. Stephen Greer diese Untersuchungen weiter vorangetrieben hat. Es ist hier eine kleine mumifizierte Leiche, ein kleines mumifiziertes Wesen, das in der Atacama-Wüste gefunden wurde, vor ungefähr circa 100 Jahren, die Entstehungsgeschichte. Und es hat insgesamt nur 13 cm Größe. Und die offizielle Lehrmeinung war natürlich gleich, okay, das ist ein Abortus. Das ist irgendeine Fehlgeburt, die dann eben in der Wüste mumifiziert wurde. Aber nähere Untersuchungen in einem Labor haben genau ergeben, dass es sich eben nicht um eine Fehlgeburt handelt, sondern dass es ein Wesen ist, das gelebt hat. Röntgenuntersuchungen haben gezeigt, die Proportionen der Wirbelsäule und der Gliedmaßen, die sind normal. Die Hauptanomalie ist einfach nur die Größe. Es hat verschiedene Merkmale, nämlich es hat innere Organe, 10 statt 12 Rippen. Manchmal gibt es Menschen auch mit 11 Rippen, aber wir haben eigentlich nur 10 Rippen, das hat 12 Rippen. Dann zum einen ist der Kiefer unterentwickelt und es gibt in diesem Wesen menschliche, aber auch nichtmenschliche DNA. Offensichtlich hatte es eine menschliche Mutter. Und wie Forscher eben festgestellt haben, die Knochendichte und die Wachstumsfugen zwischen den Gelenken, die haben belegt, dass dieses Wesen lebendig war, mindestens 6 bis 8 Jahre alt wurde und eben ganz klar keinen menschlichen Fötus zeigt. Im Heute-Journal habe ich das noch nie gesehen. Und da von diesen Rätseln gibt es noch eine ganze Menge. Ein paar kleine Beispiele habe ich noch mitgebracht. Ja? Dieser Knabe hier zum Beispiel, sogar noch mit halb vorhandenem Kopfhaar, gibt es in südamerikanischen Museen dutzendweise zu sehen. Langschädel, die im Vergleich zum normalen Schädel eines Homo sapiens, eines Menschen, eine ganz andere Schädelform haben. Ja, man hat gesagt, okay, das ist ganz einfach zu erklären, man hat da den Babys, als sie auf die Welt kamen, als die Knochen alle noch nicht ganz so hart waren, die Wachstumsfugen noch nicht zusammen waren, hat man Bretter um den Kopf gebunden, um diese Keilform hinzukriegen. Das ist die offizielle Erklärung, das machen auch teilweise indigene Völker in Südamerika noch. Aber selbst wenn man einen Spitzkopf hinkriegt, wie ist denn dann die Erklärung, dass man die Knochengröße, also sprich das Knochenvolumen und damit natürlich auch das Gehirnvolumen, um einiges vergrößern kann? Das funktioniert nicht. Also die Erklärung mit den Brettern und den Tüchern im Kopf, das funktioniert nicht so ganz. Bei diesem Skelett, das man gefunden hat in Südamerika, eben auch nicht. Da fällt natürlich stark auf, wie groß diese Augenhöhlen sind. Sieht auch ganz anders aus, wie ein Mensch ist. Vor allem von oben betrachtet, im Vergleich zu den menschlichen Schädelplatten, hier die ganzen Fugen, wie heißt das nochmal? Kreuzplatten und ihr wisst, was ich meine, ja? Hier sehen wir eine ganz andere Anatomie im Schädelbereich. Also das hier als Mensch darzustellen, wird sehr schwierig. Vor allem bei dem hier, also gigantisch. Ja, das ist das 3- bis 4-fache Volumen von einem Kopf, wie wir sie kennen. Also mir sagen viele Leute immer, ja, ich habe auch so einen Hinterkopf, aber da fehlt es ein bisschen, ja, da ist noch weit hin. Ja. Vielleicht war ich mal ein leichter Ägypter. Aber das gibt mir das Stichwort zum nächsten Bild. Wenn wir dann einen Schädel in diesem Bild anschauen, so von der Seite im Profil, dann fällt uns eine ziemlich große Ähnlichkeit auf zu so einer Darstellung einer alten Ägypterin, Nofretete. Heißt es jetzt, die Bildhauer von damals haben nicht einfach nur ein Schönheitsideal gewählt, sondern die haben einfach nur abgebildet, was sie da gesehen haben? Schauen wir doch mal genauer hin beim berühmtesten Ägypter, den es überhaupt gibt, nämlich Tutanchamun. Es gab eine Ausstellung und da wurde eine Replik der Mumie, der darf ja nicht mehr raus aus dem Grab, sondern der wird da drin gelassen. Das ist also eine Replik und man sieht sehr schön, dass Tutanchamun auch diesen elongierten, langgezogenen Hinterkopf hat. Was heißt das jetzt?
Waren die Pharaonen auch Teil dieses Göttervolkes, weswegen man sie auch als Gottkönige bezeichnet hat? Wie auch immer, es gibt auf jeden Fall Menschen, die nicht wollen, dass wir darüber nachdenken, denn alles, was dieser offiziellen Lehrmeinung widerspricht, wird eben unterdrückt oder versteckt. Ein Mann ist da besonders eifrig, das ist der hier, das ist der Zahi Hawass. Ich habe ihn mal, oder in einem letzten Vortrag habe ich mal gesagt, das ist so eine Art moderner Stalin der Archäologie, ja, der walzt alles nieder, was ihm in den Weg kommt, was nicht ganz offiziell, was nicht das ist, was die offizielle Lehrmeinung hergibt. Dem sein Ego ist größer als das der Pyramiden selber und ich hoffe, dass der jetzt irgendwann mal beruflich abtritt. Ich wünsche ihm ein langes Leben, aber er hat genug Unsinn erzählt auf der Welt. Also das muss nicht länger sein. Und vor allem, wenn es darum geht, wenn wir uns um die größten Geheimnisse dieser Welt kümmern, die noch sichtbar da sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, auf der ganzen Welt haben Millionen von Archäologen und Wissenschaftler jede noch so kleine Fundstelle in der Erde ausgebuddelt, jede Tonscherbe wurde da analysiert, um zu verstehen, wie die Menschen eben früher gelebt haben. Und seit Jahrhunderten versuchen wir Antworten zu finden und ausgerechnet da, wo die Antworten sind, direkt vor unserer Nase, konserviert seit Jahrtausenden im Inneren der großen Pyramide, da schauen wir nicht hin. Ist das nicht merkwürdig? Kommt nur mir das irgendwie unlogisch und seltsam vor? Ein altes Sprichwort sagt, jeder fürchtet die Zeit, nur die Zeit selbst fürchtet die Pyramiden, weil die schon so lange da sind. Und in der modernen Präastronautik oder in der modernen Archäologie, da wird die Pyramide von Gizeh auch als eine Zeitkapsel bezeichnet. Also sprich, da drin gibt es etwas, was vor langer, langer Zeit versteckt worden ist und irgendwann dann einmal auftauchen sollte. Es gibt schon seit vielen Jahren Untersuchungen mit Georadar und Sonographie, mit Ultraschall und so weiter. Man hat festgestellt, dass ein viel größerer Bereich dieses Steinhaufens, dieser Pyramide, hohl ist. Man sagt jetzt offiziell, 1% des Volumens sind Kammern und Gänge, die Königinnenkammer, die große Galerie, die Königskammer und so weiter, aber wirklich sind da 15% Hohlräume drin. Und wir wissen ja auch, dass vor 20 Jahren, 93 ist schon wieder länger her, ein Münchner Architekt, Ingenieur namens Rudolf Gantenbrink mit seinem berühmten Upu-Out, mit seinem berühmten kleinen Roboter in die Schächte in der Königskammer gefahren ist und am Schluss einen Abschlussstein, einen abgelassenen Abschlussstein gefunden hatte. Und dann wurde ihm die Lizenz entzogen, von den deutschen Archäologen selber, weil er sich nicht an die Absprachen gehalten hatte und. Also es gibt da nichts zu finden. Die vielleicht größte Fundgrube für antikes Wissen und niemand darf wissen, welches Geheimnis sich überhaupt dahinter verbirgt. Auf dem Kongress in Heidenheim im September hat Däniken erzählt, dass er weiß, dass jetzt zur Zeit oder in dieser letzten Zeit fast täglich in der Nacht Grabungsarbeiten stattfinden mit großem Gerät im Inneren der Pyramide. Was auch immer da passiert, wir sollen da nichts davon mitbekommen. Also, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenpacken, so, was ist denn dann nun die Matrix, in der wir leben? Fassen wir es halt einfach mal zusammen. Also die Matrix, gibt es außerirdisches Leben auf der Erde? Kleine Faktensammlung. Gucken wir uns mal an, zum einen die archäologischen Fakten, dann wie ist denn unser Polit- und Finanzsystem eigentlich aufgestellt und was kann uns denn das Disclosure Movement von Dr. Stephen Greer überhaupt zu diesem ganzen Thema sagen. Also zum einen gibt es nach wie vor in der Archäologie das Missing Link. Also ich habe es vorhin kurz angesprochen schon, wir haben es einfach noch nicht gefunden, trotz aller Behauptungen der modernen Wissenschaft, es gibt keine Verbindung zwischen den Hominiden, Australopithecus, Homo erectus, Homo heidelbergensis und wie sie alle heißen, zum heutigen aufrechtgehenden, bewussten Mensch, Homo sapiens sapiens. Das zweite Sapiens kann man vielleicht bei manchen weglassen, die sind nicht so bewusst, aber es gibt es nicht, diesen Missing Link. Ja? Dann gibt es Funde über 200.000 Jahre alte Siedlungen von Menschen. Wir werden heute Nachmittag noch viel davon hören, von Michael. Und dann gibt es die Megalithbauten, die sich jeder Erklärung widerziehen. Wir können es nicht nachvollziehen, wir wissen nicht, wie das gebaut worden ist und vor allem, wer es gemacht hat. Nun, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein System, das es gar nicht möchte, dass so etwas rauskommt. Wir haben hier eine gewisse Superklasse, das nennt sich auch Elitenforschung. Das sind ungefähr 6.000 Menschen auf diesem Planeten, die den Rest der 7,2 Milliarden mehr oder weniger kontrollieren.
Das ist ganz einfach. Gibt es viele Bücher drüber, müssen wir jetzt gar nicht weit ausdehnen, aber das sind Fakten. Wir haben ein Zentralbanksystem installiert von dieser Elite, das uns quasi zwingt, mit einem tagtäglichen Aufwand und Mühe gegen dieses Zins- und Zinseslast anzugehen, die jedes Land mehr oder weniger geknechtet hat. Die einzigen, die in dem Land noch nicht, in diesem System noch nicht drin sind, die sind dann die, die auf der Achse des Bösen sind. Das ist dann der Iran oder Kuba oder Venezuela oder all die anderen Schurkenstaaten auf der Welt. Die gehören da noch nicht dazu. Und natürlich, wir haben ein System von Massenmedien, das uns permanent die Realität auf den Kopf stellt. Jeder, der im Februar 2014 nach Kiew geguckt hat und ein bisschen nachgedacht hat, hat genau gesehen, dass die Darstellung von dem, was passiert ist, genau gegenteilig war in den Medien. Unglaublich. Und dann gibt es natürlich von dem Dr. Stephen Greer ein Disclosure Movement, Disclosure, Offenlegung, Offenbarung, Verkündung, ist die Übersetzung mit von Däniken, mit seiner Präastronautik-These und Sitchin, dass quasi es Astronauten waren, die früher gekommen sind. Dr. Stephen Greer macht seit über 10 Jahren, seit 25 Jahren, macht er großartige Aufklärungsarbeit mit einem riesigen Film. Sirius heißt der, da könnt ihr dann auch viel sehen über dieses Atacama-Wesen von der kleinen Mumie, die ich euch gezeigt habe. Und dass eine unglaubliche Anzahl von Dokumenten auf der Welt ist, davon kriegt man bei Maischberger und Co. auch nichts mit. Um es mal nur auf den Punkt zu bringen, wir haben jetzt mittlerweile 4000 dokumentierte, also wirklich faktisch dokumentierte Fälle von gelandeten extraterrestrischen Fluggeräten. Es gibt 3.500 Sichtungen von Piloten, Militär als auch zivil. Und das sind bestimmt keine Trottel, die da rumfliegen, sonst würden sie die da nicht in den Flieger lassen. Wir haben 5000 Dokumente von der US-Regierung und hunderttausende Seiten von Dokumenten, die 24 Länder seit 2001 in den letzten Jahren immer wieder veröffentlicht haben durch die Öffnung der Archive. Und wir sprechen hier wahrscheinlich vom bedeutendsten Thema in der Geschichte der Menschheit. Es geht hier um die Geschichte der Geschichte selber. Und niemand kann darüber öffentlich sprechen, ohne sich eben komplett lächerlich zu machen, es sei denn, er ist in so einem bewussten Kreis wie hier jetzt. Es nennt sich eben Disclosure, Verkündung. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum dieses Wissen vor uns geheim gehalten wird, warum es ein Non-Topic ist, ein Nicht-Thema. Wieso steht es nicht im Spiegel, in der Bild-Zeitung, in der New York Times? Welche Regierung weiß darüber Bescheid? Welche Politiker wissen Bescheid? Wieso überschwemmt uns Hollywood mit Dutzenden Filmen, wo es immer nur um irgendwelche bösen Außerirdischen geht? Was ist da der Hintergrund? CIA, NSA, FBI, BND, was wissen die eigentlich genau? Und was ist deren Rolle? Und die Masterfrage natürlich, wer hätte denn eigentlich am meisten zu verlieren bei dem Thema Disclosure? Das Entscheidende eben heute ist, dass wir erkennen, dass es Zivilisationen gibt, Kulturen, die so weit voraus sind, die Raumfahrt betreiben, sogar eben interstellare Raumfahrt. Und das Entscheidende ist eben auch zu verstehen, warum wir glauben sollen, dass es keine gibt. Wieso sagt man uns, das ist unmöglich? Ich habe ein tolles Zitat gefunden von dem großen Friedensmenschen Mahatma Gandhi. Der hat gesagt, aus einem Irrtum wird keine Wahrheit, auch wenn man ihn noch so weit verbreitet. Und aus einer Wahrheit wird kein Irrtum, auch wenn kein Mensch sie sieht. Und das habe ich immer angeführt, dieses Zitat, um eben auf die These der Präastronautik zu kommen. So nach dem Motto, seht ihr, es ist doch richtig, die Präastronautik ist mit das beste Beispiel dafür, dass in unserer Geschichte ein ganz anderer Entwicklungsweg stattgefunden hat, wie wir es eigentlich glauben. Weil eben so viele Fakten für die Existenz und die Anwesenheit von nicht-irdischen Zivilisationen auf der Erde sprechen. Und ich habe mich selber jahrelang bemüht, dieses Thema voranzubringen und habe viele, viele Vorträge gehalten, aber ich war wahrscheinlich leider falsch. Zumindest habe ich gewisse Teile noch nicht beachtet. Und dieses Bild ist nämlich nicht ganz komplett, weil nämlich zum einen die Thesen von Sitchin und von Däniken eben falsch oder unvollständig sind. Sitchin selbst hat sich als Sumerologen bezeichnet, aber das war er nicht.
Der Philologe und Sumerisch-Experte Dr. Michael Heiser konnte das belegen, dass Sitchin Akkadisch von Hebräisch nicht mal unterscheiden konnte und dann schon ganz bestimmt nicht von Sumerisch. Sitchin hat einfach nach seinem Gusto übersetzt, so nach dem Motto, da steht ein Wort, das heißt Peking, da steht das Wort King drin, also war das die Stadt des Königs. Oder da steht ein Wort, das heißt Budapest, also muss in dieser Stadt einmal eine Pest gewesen sein. Also so ungefähr hat er angefangen, die sumerischen Texte zu übersetzen. Er hat mehrfach sich geweigert, diese Beweise vorzulegen, oder er sollte sein Können unter Beweis stellen, und das hat er, ist konsequent diesen Möglichkeiten immer aus dem Weg gegangen. Also das ist nicht nur falsch, das was er geschrieben hat, sondern auch irreführend und eben auch gefährlich. Sein Szenario geht eben davon aus, dass der Urmensch durch Evolution aus einer Tierlinie entstanden ist und dann eben durch genetische Eingriffe von Außerirdischen zum Homo sapiens mutiert wurde. Und das zum Zwecke von Sklavenarbeit. Der Mensch ist in dieser Vorstellung eben kein Wesen mit einer geistig höheren Abstammung, sondern ein genetisch manipuliertes Tier mit der Aufgabe, Sklave einer unsichtbaren Elite zu sein. Und in den Augen dieser Elite erwiesen sich die Menschen als missratenes Experiment, weil sie eben begonnen haben, selber zu denken und zu rebellieren. Und deshalb seien vor ungefähr rund 10.000 Jahren rund 95% der Menschheit durch die Sintflut eliminiert worden. Soweit die These von Sitchin. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Also der Methode nach von Sitchin und Däniken gab es da zuerst mal kosmischen Staub, dann kam da noch ein bisschen biologischer Schleim dazu, die Affen haben sich dann die Außerirdischen geschnappt, dann gab es den Nobelpreis in Kernphysik und juhu, Hiroshima. Habe ich was ausgelassen? So in der Richtung ungefähr ist dieser Vierklang. Ja? Also kosmischer Staub, biologischer Schleim, Affe, Aliens, Hiroshima. So ungefähr. Und ob das der Wahrheit entspricht, darüber sollten wir intensiv nachdenken, darüber müssen wir sogar ganz neu nachdenken. Und stellen wir uns einfach mal die Frage, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Atome zufällig zu organischen Strukturen verbunden haben? Einfach so mal, das muss ja passiert sein. Die Antwort aus den Lehrbüchern, die heißt dann meistens: Aus heute noch nicht vollständig geklärten Vorgängen der Biogenese entstanden erste lebensfähige organische Verbindungen. Also bitte, ja, das Mittelalter haben wir ja schon lange hinter uns gelassen. Gott haben wir schon hinter uns, Leben entstand aus Materie, woraus denn auch sonst, Punkt. Müssen wir nicht lange drüber weiterreden. Aber ist es so? Unser Körper besteht immerhin aus Zellen, aus dem ganzen Zellverband. Wir haben ungefähr 60 Billionen Zellen, ein Mensch. Und diese Grundbausteine der organischen Materie, um solche Zellen eben bauen zu können, das sind die Proteine oder auch die Enzyme, die ihrerseits wiederum aus Aminosäuren bestehen. Es gibt einzelne Proteine, die enthalten bis zu 20 verschiedenen Aminosäuren in einer ganz bestimmten Anordnung und Wiederholung, wie bei einer Halskette mit einem bestimmten Muster. Also Proteinmoleküle können aus 100 bis 1000 Aminoperlen bestehen. Man bezeichnet sie auch als Aminoperlen, weil sie eben so aufgereiht sind wie an einer Perlenschnur. Und in einer einzigen Zelle gibt es ungefähr 200 bis zu 200.000 Proteinmoleküle. Und jetzt die Gretchenfrage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Atome, dass sich organische Materieteile zufällig zu Aminosäuren und Proteinverbindungen zusammenfügen? Also von hier nach da. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Und die moderne Wissenschaft sagt dazu, dass egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, es muss nur genug Zeit haben, dann klappt es auch. Der Beweis sind ja wir selbst, wir sind schließlich hier. Also muss es einmal funktioniert haben, die These stimmt. Punkt. Ist ganz einfach. Ja? Es gibt aber Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, und der bekannteste von denen, das ist ein englischer Biologe und Astrophysiker namens Sir Fred Hoyle. Er hat folgenden Vergleich aufgestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Aminoperlen zu Proteinen zufällig verbinden, ist ungefähr genauso, wie wenn jemand versucht, mit verschlossenen Augen diesen Würfel hinzudrehen. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht, komme ich der Lösung näher oder nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals passiert, dass man das blind hinkriegt, das ist eine Zahl, da kann es einem schwindig werden. Nicht erschrecken dabei, das sind insgesamt 1 zu
50 Trillionen die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und wenn man jetzt jede Sekunde eine Umdrehung macht, um das zu machen, dann braucht man insgesamt 1350 Milliarden Jahre. Also sprich ungefähr 100 Mal so lang, wie unser bekanntes Universum eigentlich offiziell ist. Braucht man nur, damit es einmal zufällig von Aminosäuren auf Proteinen kommt. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass es in einer Zelle jede Sekunde Millionen von chemischen Reaktionen gibt. Und das Hauptwerkzeug für diese ganzen Stoffwechselreaktionen, das sind die Enzyme. Von denen gibt es 2000 ungefähr. Und wenn man jetzt auch noch die Enzyme, wenn die auch noch durch Zufall entstanden sein sollen, dann wird diese Behauptung geradezu lächerlich. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist dann 1 zu 10 hoch 40.000. Also das bedeutet, das bekannte Alter von allem, was ist, wird hier ums lächerlichhaft Große überstiegen. Also es ist mathematisch eigentlich unmöglich, dass so etwas passiert. Und vor allem die Skala geht ja noch weiter. Wir sind jetzt hier nur von da nach da. Nach oben geht es ja zu den Zellen und dann geht es zu den komplexen Organismen. Und nach unten geht es auch noch weiter zu DNS. Also man merkt schnell, dass es alleine von der Wahrscheinlichkeit her absolut unwahrscheinlich ist, dass so etwas passiert ist. Also wenn wir uns eben diese komplexen Lebensformen anschauen, dann wird ganz schnell klar, wie sinnbefreit diese darwinistische Sichtweise überhaupt ist. Denken Sie einfach nochmal kurz drüber nach. Vom Einfachen zum Komplizierten, vom Einzeller zum Mehrzeller. Stellen Sie sich einfach folgende Fragen. Wo war eigentlich der erste Atemzug auf der Welt? Wo war der erste Herzschlag? Oder wo hat das erste Auge überhaupt einen Sonnenaufgang gesehen? Sind dann eben Abermillionen Jahre lang Wesen unterwegs gewesen mit einer halben Herzklappe, mit einem halben Lungenflügel, mit einer halben Linse. Und selbst wenn sich dann so ein Wesen entwickelt hätte, hätte immer noch zur gleichen Zeit und auch am gleichen Ort sich nochmal so ein Wesen entwickeln müssen, aber gegengeschlechtlich, weil sonst hätten sie sich ja gar nicht fortpflanzen können. Also spätestens hier wird klar, dass der Darwinismus genau das ist, was er von Anfang an war, eine Theorie, die überhaupt nicht stimmt. Und was ist dann jetzt die Erkenntnis daraus? In einem Satz, ganz einfach, keine Uhr ohne Uhrmacher. Nehmen Sie einfach so eine Uhr, zerlegen Sie in Bauteile, legen Sie in eine Schachtel rein und fangen Sie an zu schütteln. Wie lange müssen Sie schütteln, bis da eine funktionsfähige Uhr rauskommt? Ewig. Es funktioniert nicht. Es gibt immer einen Uhrmacher hinter einer Uhr. Und dieses Thema, diese Debatte ist seit vielen Jahren in zwei Lager gespalten, eben als Folge von 2000 Jahren religiöser Dogmatik, der Darwinismus mit seiner Vorstellung vom Tier auf zwei Beinen, uns, und die wortwörtliche Auslegung der Bibel als göttliches Fax vom Himmel, die Vorstellung der Kreationisten, also sprich Gott als Schöpfer. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich so? Und es gibt hier jemand, der hat eine ganz andere These und er nennt sie auch Involution statt Evolution. Ich hoffe, ihr habt das Beispiel jetzt gerade gelesen, dieses Zitat von ihm, dass der Mensch immer nur das sehen will, woran er auch glaubt. Armin Risi hat viele Bücher geschrieben, er hat viele Jahre im Kloster verbracht, im Kloster gelebt. Und er kommt mit einem ganz neuen Konzept, er gibt dem Konzept des Schöpfergedankens eine ganz neue Perspektive und sein aktuelles Buch lautet Ihr seid Lichtwesen, das stand jetzt eigentlich wochenlang neben meinem Computer, wie ihr hier sehen könnt, und das war ein wichtiges, fehlendes Puzzlestück in meinem großen Puzzleteil, und der Titel ist eine Ableitung aus dem Bibelzitat Ihr seid Elohim, ihr seid Götter. Er hat es anders genannt, ihr seid Lichtwesen. Ursprung und Geschichte der Menschheit, als so eben der Untertitel, das sieht er in einem ganz anderen Szenario. Der Mensch als mehrdimensionales Wesen, als Ergebnis einer bewussten Schöpfung von höheren Schöpferkräften. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus reagieren die meisten Menschen bei so einem Titel mit hochgezogenen Augenbrauen. Ich auch. Also ich dachte mir dann auch, oh Gott, was ist das jetzt wieder für ein Esoterik-Schinken? So habe ich das auch im ersten Moment gedacht. Aber wieso denke ich eigentlich so? Ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass es Schöpferkräfte waren, die uns Menschen geschaffen haben?
dass der Mensch ein mehrdimensionales Wesen ist, die Schöpfung von für uns unvorstellbar mächtigen Wesenheiten. Für uns ist dieses Konzept der Mehrdimensionalität auch eben schwer greifbar, weil wir es uns schlecht vorstellen können, was wir nicht sehen können. Aber wie würden Sie jetzt am Menschen im 16. Jahrhundert einen Fernseher erklären? Was würden Sie dem sagen? Was ist Fernsehen eigentlich? Und dieses Beispiel möchte ich jetzt einfach mal kurz aufgreifen. Fernsehen heißt, wir haben ein Empfangsgerät, das auf verschiedene Frequenzen geeicht ist. Wenn ich jetzt an meinem Fernseher zu Hause von der ARD auf ZDF umschalte und dann weiter auf Bayern 3, dann heißt es, dass in Mainz oben am dem Berg, wo das ZDF ist, die Antennen nicht ausgeschaltet werden und im Bayerischen Rundfunk hier in München eingeschaltet wird, sondern nein, das wird alles gleichzeitig gesendet. Jetzt hier haben wir Dutzende, wenn nicht Hunderte Fernsehprogramme verfügbar, genauso wie Radioprogramme. Das sind unsichtbare Frequenzen, die wir nicht wahrnehmen können, weil unsere Frequenzeinheit, unser Empfänger darauf nicht gepolt ist. Wir brauchen ein spezielles Gerät, den Fernseher. Dann können wir das auch sehen. Also sprich, es gibt gleichzeitig verschiedene Frequenzen nebeneinander. Und so ist dieses Bild eben auch gedacht, mit diesen verschiedenen Fernsehkanälen, dass wir uns so die verschiedenen Schöpfungsebenen vorstellen, dass wir Menschen eben auf einer gewissen Dimensionsskala unseren gewissen Fernsehkanal zugeordnet haben. Wir sind hier die Menschen, nackte Männer mag ich nicht, Moment, so ist besser. Ja, okay. Also wir Menschen sind quasi hier ständig aufs dritte Programm geeicht. Bayern 3, mehr gibt's nicht. Kein ARD, kein ZDF, Arte, Dreisat, Phoenix sowieso nicht. Und da hängen wir fest. Aber das heißt ja nicht, dass es die höheren Frequenzen nicht auch gibt. Und diese höheren Frequenzen, diese Manifestationen dieser Schöpferkräfte, die sehen wir quasi nicht, weil wir die Augen blind haben. Wir haben die Augen verschlossen, aber sie ist allgegenwärtig. Diese Matrix, diese Schöpfung ist um uns herum in allem, was ist. Wir finden sie in unseren eigenen Körperproportionen zum Beispiel. Die Zahl Phi taucht immer auf zwischen den verschiedenen Abständen. Zum Beispiel vom Nabel bis zum Scheitel und nach unten ist das gleiche Verhältnis wie vom Nabel bis, Moment, nächstes Bild, wie vom Nabel bis zum Hals, bis zum Scheitel und vom Nabel bis zu den Knien und runter. Also wir finden das nicht nur in uns selbst, eine gewisse Matrix, eine Schöpfungsmatrix integriert, sondern wir können es auch in der Natur beobachten. Bei den Tieren, bei den Pflanzen. Die Fibonacci-Sequenz ist eine dieser Modelle dafür. Und so schwer es eben für viele Menschen auch sein mag, aber wir müssen uns wohl damit vertraut machen, dass uns das Universum eben nicht aus Zufall einfach nur ausgefurzt hat, ohne höheren Sinn und höhere Ordnung, sondern dass ein gewisser kosmischer Schöpfungsplan besteht, von dem wir ein wichtiger Teil sind. Das ist ganz entscheidend. Und wenn wir die Spuren der alten Zivilisationen genauer anschauen, dann finden wir auch recht überzeugende Hinweise auf diese Thesen, denn mehr kann und soll es eigentlich gar nicht sein, eine These. Das ist die These, die für mich am überzeugendsten ist, aber ich kann auch mich irren und es kann sein, dass ich in ein paar Jahren mich wieder ändern muss, aber ich passe mich eben dem, wie soll ich sagen, ich passe mich der Logik an, Spock. Ja? Das, was am logischsten ist, das verstehe ich dann auch. Unser Geschichtsbild heute geht davon aus, dass die ersten Siedlungen von Menschen in einem Gebiet waren, das man auch den fruchtbaren Halbmond nennt. Dieses Gebiet bezeichnet die Gebirgszüge von Südostanatolien aus, übers Zweistromland Euphrat und Tigris, also damals Sumer, Babylon, heute der Irak, und dann runter bis zum Westen des Irans. Die ersten Hinweise von Ackerbau und Viehzucht finden wir in diesem Gebiet, aber eben erstaunlicherweise nicht in den Ebenen und den Tälern, sondern in den Höhenlagen. Obwohl es dort eigentlich viel schwieriger war, Ackerbau und Viehzucht betreiben, trotzdem finden wir die ersten Siedlungsspuren, die ersten Spuren von Domestizierung, Pflanzen und Tieren in den Höhenlagen. Bis vor wenigen Jahren ging die moderne Geschichtsschreibung davon aus, dass sich eben religiöse Handlungen erst später entwickelt haben, nachdem die Menschen sesshaft wurden. Jedoch sind die ältesten noch vorhandenen Bauwerke Tempelanlagen. Was uns wiederum zu dem Schluss führt, dass nicht die Landwirtschaft, sondern Religion die Zivilisation hervorbrachte. Und was steckt dann hinter dem missverstandenen Wort Religion? Was stand wirklich am Anfang der Zivilisation?
Und wenn wir unseren Blick nach Südostanatolien richten, in die heutige Türkei, finden wir dort die ältesten bekannten Tempelanlagen, und zwar wieder megalithische. Bei diesem Hügel, auf einer kahlen und weiten Hochebene, dachten die Menschen dort immer, dass es sich um eine natürliche Erhebung handelt. Der Name ist Göbekli Tepe, von Türkisch Göbek, der Nabel oder Bauch, also die wortwörtliche Übersetzung von diesem Hügel ist gebauchter Hügel. Der deutsche Archäologe Klaus Schmidt hat 1994 als erster erkannt, dass das eben keine natürliche Erhebung ist, sondern hier zugeschüttete steinzeitliche Megalithanlagen verborgen liegen. Und das war natürlich eine Riesensensation in der Welt der Archäologie. Untersuchungen mit Bodenradar haben ergeben, dass sich auf einem Gebiet von 9 Hektar auf 3 verschiedenen Ebenen insgesamt 20 Tempelanlagen befinden, die über 2000 Jahre hinweg gebaut wurden und dann aber absichtlich wieder zugeschüttet worden sind. Bis jetzt sind insgesamt 4 der Tempelanlagen freigelegt worden. Das entspricht einer Fläche von gerade mal 5% von diesem gesamten Areal. Das wesentliche Merkmal dieser Anlagen sind monolithische T-Pfeiler, jeweils 2 im Zentrum und kleinere, die entweder kreis- oder spiralförmig um dieses Zentrum angeordnet sind. Später hat man dann diese Pfeiler mit Steinmauern verkleidet, wobei auffällt, dass diese Mauern eine deutlich geringere Qualität haben wie die Anlage im Inneren. Der Innenraum von diesen Anlagen hat ungefähr 10 Meter und mit den Außenmauern beträgt der Durchmesser insgesamt bis zu 30 Metern. Die Pfeiler selbst sind aus hartem, kristallinen Kalkstein aus der Umgebung geschlagen worden und über hunderte Meter in unwegsamem Gelände transportiert und dann errichtet worden. Das Gewicht von diesen Pfeilern ist bis zu 16 Tonnen schwer mit einer Höhe von insgesamt 5 Metern. Die meisten archäologischen Stätten sind im Laufe der Zeit natürlich verschüttet durch Erosion und andere Umstände und müssen neu entdeckt und ausgegraben werden. Das war schließlich in Göbekli Tepe auch der Fall, aber das wahrscheinlich Einzigartige an dieser Stätte ist, dass die Menschen die Anlagen selber zuschütteten. Vor ca. 14.000 bis 12.000 Jahren wurden auf einer Fläche von 9 Hektar insgesamt 20 Anlagen gebaut und anschließend mit über 500.000 Kubikmeter Füllmaterial wieder bedeckt. Die letzten Bauten sind ungefähr so vor 10.000 Jahren zugeschüttet worden, und was bei den Grabungen sehr schnell deutlich wurde, ist, dass die Qualität der Anlagen beim Bau immer mehr nachließ. Das heißt, die ältesten sind die größten und die technisch anspruchsvollsten. Das heißt, die Pfeiler wurden im Laufe der Zeit kleiner und dann aber auch weniger sorgfältig aufgestellt. Wer waren diese Menschen? Und warum haben sie diese aufwendigen Steinkreistempel errichtet, nur um sie später wieder zuzuschütten, um daneben und darüber wieder neue Strukturen zu errichten und das über Jahrtausende hinweg? Das Zuschütten von so einer Anlage bedeutete schließlich jahrelange mühsame Arbeit, bei der man Erde aus tieferen Regionen hoch auf das karge Plateau holen musste. Und die damaligen Jägerbauern taten das bestimmt nicht aus Langeweile oder weil sie Ackerfläche in den Bergen schaffen wollten. Das hätten sie viel einfacher haben können, hätten sie nur ins Tal runtergehen müssen. Warum so eine Kraftanstrengung über 60 Generationen hinweg? Die deutsche Ausgabe des National Geographic hat im Juni 2011 einen langen Artikel über Göbekli Tepe gebracht, und da steht, Zitat: Wir dachten, Sesshaftigkeit habe die Stadt, die Religion, die Kultur hervorgebracht. Der älteste Tempel der Welt stellt diese Annahme nun auf den Kopf. Wurde vielmehr der Drang, Götter zu verehren, zum Zündfunken für den Aufstieg der Zivilisation? Also die bisherige Theorie über die neolithische Revolution klang aus Sicht der Darwinisten natürlich auch ganz logisch. Als Tierabkömmling hat der Mensch hunderttausende Jahre lang nomadisch gelebt und sich dann vor ca. 10.000 Jahren sesshaft gemacht, und dann hat er begonnen, Landwirtschaft zu betreiben. Und erst dann haben die Menschen im Rahmen von kultischen Handlungen angefangen, Tempel zu bauen. Und Göbekli Tepe zeigt jetzt, dass genau das Gegenteil der Fall war. Zuerst kamen die Tempel, und dann erst wurden die Menschen sesshaft. Das ist eine ganz essentielle Erkenntnis für das Gesamtbild. Geografisch gesehen liegen die Tempel am nördlichen Rand des fruchtbaren Halbmonds, ungefähr hier. Und von dort
breitete sich die Landwirtschaft aus bis hinunter in die Länder von Mesopotamien, also heutiges Irak. Die sumerischen Mythen erzählten noch Jahrtausende später, dass ihre Kultur von den Anunna-Göttern aus den Hügeln des Nordens begründet wurde. Und das deutet alles darauf hin, dass von Göbekli Tepe die entscheidenden Impulse der neolithischen Revolution ausgingen. Die Tempel waren das ursprüngliche revolutionäre Zentrum und das Zentrum dieser Anlagen waren jeweils zwei hohe megalithische T-Pfeiler. Ein Zitat des Entdeckers, des Archäologen Klaus Schmidt. Und ganz sicher erkannten wir, dass diese Pfeiler keine primär architektonische Funktion, etwa als Stütze erfüllten, sie bilden vielmehr selbst das wesentliche Element der gesamten Anlage. Anders ausgedrückt, die Pfeiler waren keine Konstruktionselemente des Bauwerks, sondern bildeten das Herz der Anlage, das Bauwerk selbst gab nur den Rahmen für dieses Zentrum ab. Göbekli Tepe bietet uns monumentale megalithische Bauwerke und präsentiert sich damit als großartige Bühne eines komplexen Ritualgeschehens. Was waren das für Rituale? Wieso begannen halbnomadische Jäger und Sammler plötzlich solche megalithischen Tempelanlagen zu bauen? Die Forschung ist sich da ziemlich einig, dass hier eben besondere Gründe vorgelegen haben müssen. Man spricht hier auch von einer konzeptionellen Verschiebung, einer Revolution der Symbole. Irgendetwas hat den Menschen von damals ermöglicht, sich Götter vorzustellen, also übernatürliche, menschenähnliche Wesen, die in einem Universum jenseits der physischen Welt existieren. Und für diese Menschen damals waren übernatürliche Wesen und ein Universum jenseits der physischen Welt Realität. Und auch wenn die Forscher von heute das immer noch für eine konzeptionelle Verschiebung halten, doch wir dürfen sicher sein, dass die Menschen, mit die Göbekli Tepe gebaut haben, konkrete Erfahrungen mit diesen übernatürlichen, menschenähnlichen Wesen auch hatten. Was für uns vollkommen unbekannt und unvorstellbar klingt, das war für die Menschen der vorigen Zeitalter eine erlebbare Realität. Und genau das steht auch in den alten Schriften auf dieser Welt, zum Beispiel in den altindischen Veden, die Armin Risi 18 Jahre lang studiert hat, ist von Lichtwesen die Rede, die bis vor 5000 Jahren sichtbar vor den Menschen auch erschienen. Und es ist anzunehmen, dass sie das eben nicht nur dort taten, sondern auch sonst auf der Welt noch. Armin Risi entwirft hier ein durchaus überzeugendes Szenario. Die Steinkreise wurden an einem besonderen Kraftort errichtet. Göbekli Tepe befindet sich auf der höchstgelegenen Ebene der ganzen Region und hat das größtmögliche Himmelspanorama. Und auf jeder der vier Seiten des Plateaus entspringt eine Quelle, eine Wasserquelle. Das heißt, dieser Ort ist bestimmt nicht rein zufällig gewählt worden. Die Tempel wurden für ein paranormales Geschehen gebaut und sie sind so etwas wie energetische Anlagen oder metaphysische Laboratorien. Doch es waren eben keine Anlagen, die auf Knopfdruck oder mit einer Mechanik funktionieren, sondern über das Bewusstsein der anwesenden Menschen. Ähnlich wie ein Buch auch nur dann funktioniert, wenn ein Mensch kommt, der es lesen kann. Wenn ein Analphabet dieses Buch sieht, dann ist es nicht mehr wie ein Stück Papier. Aber die Funktion dieses Buches erfüllt sich erst, wenn jemand kommt, der lesen kann und damit dann es einschaltet. Für einen Menschen, der nicht lesen kann, ist es wie für uns diese T-Pfeiler. Wir verstehen die Sprache nicht. Wir haben keinen Zugang zu den darin gespeicherten Informationen. Die Tempel waren alle ganz auf ihre Mitte hin ausgerichtet und die äußeren T-Pfeiler blicken alle mit ihrer Frontseite auf die inneren beiden größten T-Pfeiler. Mit ihrer herausragenden Größe und der parallelen Anordnung wirkten sie eben wie Kondensatoren für eine höhere Energie, in dessen Kraftfeld sich die Lichtwesen manifestierten. Wenn wir nochmal das Bild von dem Fernsehkanal anschauen, wenn ich jetzt quasi von den höheren Kanälen auf die dritten Programme runterschalten möchte, muss ich die Frequenz verringern in diesem Beispiel. Das heißt, damit diese Wesenheiten sich hier überhaupt materialisieren konnten, das geht dann auch nicht einfach von einem Schritt aufs andere, sondern die mussten eben bestimmte Orte auswählen. Sie brauchten einen gewissen Platz, einen gewissen Kraftort, der die Energievortexe bündelte und damit dann eben in diese Materie hineinzuverdichten. Wie Kondensatoren für höhere Energie, in deren Kraftfeld sich diese Lichtwesen dann eben manifestierten.
Wir reden jetzt also nicht von einem Stargate, also von einem Sternentor, um von einem Punkt zum nächsten Punkt im All zu reisen, sondern wenn dann von einem Dimensionstor, um von höheren Schwingungsebenen eben herunterzukommen in diese Dichte. Die Götter kamen auf die Erde herab, die Engel kamen zu uns Menschen. Und alte Tempelanlagen als spirituelle Kraftplätze zum Übergang zwischen den Welten des Lichts. Das ist ein ganz neuer Aspekt, der es sicher lohnt, da mal genauer hinzuschauen. Es gibt schließlich weltweit diese Megalithanlagen, über deren Bau und Zweck wir eigentlich nichts wissen. Und das ist die Kernaussage von diesem Buch von Armin Risi. Dass wir Menschen nicht einfach zufällige Atomverbindungen sind, ohne höheren Sinn, ohne höhere Ordnung, sondern wir sind Elohim. Wir sind die Lichtwesen. Und einer dieser Beispiele dafür, dass es eben lichte und göttliche Schöpferkräfte gibt, die finden wir auch weltweit auf der Welt, wenn wir nur genau hinschauen wollen. Ein Phänomen, das seit Jahren verschwiegen wird, über das ich auch schon oft erzählt habe, viele Vorträge gehalten habe. Ich habe sogar 2012 selber einen Kornkreis entdeckt, der bei Andex. Ich war da selber drin. Ich habe sogar gefilmt, wie der Bauer ihn abgemäht hat, den Kornkreis. Das war tragisch, aber ich habe es halt irgendwie alles erlebt. Und das finden wir natürlich auch weltweit, dieses Phänomen. Als Zeichen einer lichten Kraft. Und diejenigen, die sich diesen Kräften aufmachen, die sehen das auch. Die können das auch wahrnehmen, dass das Teil dieser Schöpferkräfte ist. Natürlich gibt es die offizielle Erklärung in den 90er Jahren, diese beiden älteren Herrschaften aus England haben gesagt, wir haben das alles gefälscht, wir haben das alles gemacht, aber das fantastischste Bild, das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten, die berühmte Blume von Milk Hill, am 11. auf 12. August 2001 erschienen in England. Dieser kleine Punkt hier, da sitzt jemand, man sieht es hier nochmal genauer, ich kenne diesen Menschen. Und ich darf behaupten, dass es eine sehr gute Freundin von mir ist. Es ist nämlich die Sozialwissenschaftlerin aus Bonn, die Frau Dr. Marianne Krüll, die seit über 10 Jahren, seitdem sie im Unruhestand ist, wie sie mir gesagt hat in einem Interview, auf Kornkreisjagd ist. Sie war der erste Mensch an diesem Morgen, der in diesen Kreis gegangen ist. Und sie hat mir in einem Interview bei Next World hat sie mir erzählt, was sie damals erlebt hatte. Und das war definitiv kein Jux von irgendwelchen Studenten oder Rentnern, sondern wir haben hier die Zeichen dieser lichten Kräfte. 400 Kreise, perfekt angeordnet. Ein Monat später war der 11. September 2001 und seitdem haben wir eine ganz andere Wahrnehmung der Realität. Wir müssen nur die aktuelle politische Situation jetzt anschauen, im Frühjahr 2014. Wir sehen, was da passiert. Und das ist dann im Endeffekt auch wichtig, um zu verstehen, dass es auf der einen Seite Licht gibt, und es gibt aber auf der anderen Seite auch Dunkelheit. Ich könnte jetzt noch lange auch diese Seite noch etwas beleuchten, aber meine Aufgabe war es im Endeffekt, euch darüber etwas zu erzählen, und zwar über unsere eigentliche Geschichte, Licht und Schatten, oben und unten, Licht und Dunkel, was da wirklich passiert ist. So wie heute Tag und Nacht gleiche ist, gibt es auch lichte und dunkle Schatten. Und in meinem Manuskript steht hier als Abschluss Seite 304, ich lese euch einfach nur noch mal kurz die letzte Seite vor, die Armin Risi hier in diesem Buch angestrebt hat. Die vielfältige Spurensuche, die ich im vorliegenden Buch erst ansatzweise begonnen habe, lässt ein ganz anderes Geschichtsbild erkennen, beruhend in der ganzheitlichen Wissenschaft des Lebens. Der Mensch entstand ursprünglich durch eine Materialisation von Lichtwesen. Später wurden diese Ureinwohner der Erde von anderen Wesen, die durch Inkarnation und Invasion auf die Erde kamen, unterworfen und in die Dualität von Gut und Böse gezerrt. Sowohl die Lichtwesen als auch die Dunkelwesen gründeten Kulturen unter Verwendung von Technologien, die uns heute weitgehend unbekannt sind. Von diesen Kulturen finden wir heute nichts mehr oder nur noch wenig, weil sich zyklisch große Naturkatastrophen und andere Umwälzungen ereigneten, durch die das Vorherige vernichtet, zugeschüttet oder sonst wie von der Erde entfernt wurde. Die Sintflut. Dies trifft auch für die geistigen und kulturellen Umwälzungen zu, die vor 5000 Jahren zum Abschluss kamen und in das dunkle Zeitalter mündeten. Aufgrund des absteigenden Dimensionswechsels war die Realität der höheren Welten nicht mehr direkt wahrnehmbar und die Menschen hatten, bis auf vereinzelte Ausnahmen, keinen direkten Kontakt mehr mit den Lichtwesen. Die Erde bot nun die Möglichkeit, ein Leben als Mensch zu führen, ohne der Frequenz der höheren Welten entsprechen zu müssen. Wie die Geschichte der letzten 5 Jahrtausende zeigt,
wurde diese Möglichkeit auf Teufel komm raus und mittlerweile fast bis zum geht nicht mehr ausgenutzt. Und das ist mit aller Wahrscheinlichkeit nach mit die beste Interpretation der Fakten der Archäologie, der Analyse der politisch-wirtschaftlichen Situationen, dass es lichte und dunkle Kräfte gibt, die von ganz anderen Ebenen kommen, von außerhalb der Erde, aber auch von überhalb der Erde. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Thema näher zu beleuchten, anzuschauen, darüber nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen hinauszutragen. Ihr wart die Ersten, die von diesem Buch gehört haben. Ich habe neulich mit dem Armin noch gesprochen. Ich bin einer der Ersten, der es auch als Vortrag gebracht hat. Ich freue mich sehr, dass er in der Schweiz mit selber dabei sein wird bei dieser Veranstaltung. Und ich kann euch nur sagen, herzlich willkommen bei dieser spannenden Reise und herzlich willkommen in dieser wunderbaren Welt. Ich danke euch. Ich danke euch sehr.